Der Bergdoktor-Darstellerin verrät, was sie neuer Staffel hält. Der Bergdoktor war einmal bekannt für schöne Bergpanoramen und nette kleine Fälle für den titelgebenden Arzt, gespielt von Hans Siegel. 53. In der aktuellen 16. Staffel sieht das alles ein wenig anders aus, schlechteste Staffel von allen. Schreibt ein Fan auf Instagram. Die Figuren wirken unglaubwürdig, heißt es von einer anderen Person. Selten so einen Blödsinn gesehen, ist das vernichtende Urteil von anderer Seite. Kurzum, die neue Staffel kommt bei den teils langjährigen ZuschauerInnen alles andere als gut an. Viele Fans erkennen ihren Bergdoktor nicht mehr wieder. Natalie O'Hara, 46, spielt in der Serie Wirtin Susanne und ist bereits länger mit dabei. Im Gespräch mit TV-Spielfilm verrät sie, dass sie beim Lesen der Drehbücher viel Spaß mit den Entwicklungen bestimmter Figuren hatte. Und ich freue mich, dass es Susanne in dieser Staffel gut geht, ergänzt sie, und dürfte damit zu den wenigen zählen, die das über ihre Figur sagen können. Insgesamt waren die Dreharbeiten dieses Jahr die reine Freude und ich bin schon wieder total gespannt auf die nächsten Drehbücher. Wie die Autoren das alles weiter erzählen werden. Rote Rosen-Fans müssen sich am Donnerstag, 26. Januar 2023, von einer von vielen ZuschauerInnen liebgewonnenen Figur trennen, Dörte. Gespielt von Edelgard Hansen, 68, erliegt einem Herzinfarkt. Ihr Erbleben könnte kaum tragischer sein. Durfte sie doch in hohem Alter noch einmal die große Liebe finden, nämlich in Gunther, Hermann Dölke. 69. Der ist es auch, der Dörte am Morgen vor der Abreise in die Flitterwochen tot im Bett findet. So dramatisch und traurig das plötzliche Ableben ihrer Figur sein mag, Schauspielerin Hansen verlässt auch mit Hoffnung die beliebte Telenovela. Wie sie in einem Interview mit TV-Spielfilm verrät. Dörte durfte in ihrem Alter nochmal eine große Liebesgeschichte erleben, das ist nicht selbstverständlich und schenkt vielen Menschen Hoffnung. Altersunabhängig. Vor allem über Dörtes Todesursache erhofft sich die Darstellerin mehr Aufmerksamkeit und Aufklärung, Dörte ist an einem Herzinfarkt gestorben. Die Symptome sind bei Frauen anders als bei Männern und bleiben, wie bei Dörte, oft unerkannt. Wenn Dörtes Tod dazu führen würde, dass Frauen aufmerksam und hellhörig würden. Wenn sie ähnliche Symptome bei sich entdeckten und rechtzeitig zum Arzt gingen. Dann hätte es sich gelohnt. Denn dann würde Dörtes Tod Sinn machen und im wirklichen Leben Leben retten. In aller Freundschaft, die jungen Ärztefans können beruhigt sein, die Gerüchte um einen möglichen Ausstieg der Serienlieblinge Isabella Krieger. 29. und Luan Gummich, 34, bestätigen sich nicht. Ihre Rollen der Assistenzärztin Victoria und Assistenzarzt Miko werden also weiterhin in der beliebten Krankenhausserie zu sehen sein. Ihren Ursprung hatte die Sorge der Fans, die beiden würden bald aussteigen, als sie schon vor der Winterpause nicht mehr auf Set-Fotos und Videos zu sehen waren. Stattdessen posteten die beiden Bildaufnahmen von Orten, die offenkundig nicht in Deutschland waren. Unklar war für viele, ob es sich hierbei lediglich um einen verfrühten Urlaub für beide SchauspielerInnen handelte. Oder ob ihr Fernbleiben schon vor der offiziellen Drehpause andere Gründe hatte. Mit zwei Posts räumen die DarstellerInnen allerdings mit den Gerüchten auf. In einem Videopost von Krieger heißt es, Victoria Stadler wieder am Start. Und auch Luan meldete sich kürzlich auf der Social-Media-Plattform und teilte ein Foto vom Set von In aller Freundschaft, das ihn zusammen in einer Szene mit Julian Weigand, 51, zeigt. Darf man sich also auf ein In aller Freundschaft-Crossover zwischen beiden Serien freuen? Die Fans dürfen gespannt sein. Sturm der Liebe Schauspieler Christoph Mori, 52, ist Fans bereits aus anderen Rollen bekannt, in Rote Rosen gehörte er zu den Urgesteinen und war für zwei Jahre in der Rolle des Ulrich Olivier zu sehen. Andere ZuschauerInnen kennen ihn noch aus dem Marienhof oder Schloss Einstein. Für Sturm der Liebe Fans bleibt er hingegen in seiner Rolle als Cornelius von Thalheim in Erinnerung.
Besagte Rolle hinterließ damals beim Casting so manches Fragezeichen beim Darsteller. Wie er im Interview mit Nico Gutjahr bei der Webdoc-Show erzählt. Die Rollenbeschreibung las sich damals kompliziert und merkwürdig. Fans wissen, Cornelius täuschte nach einem Finanzskandal seinen Tod vor, ließ sich sein Äußeres durch eine Operation verändern und lebte jahrelang unter einem Pseudonym. Seine Frau Selina von Thalheim, Katja Rosin, 42, und seine Kinder wussten lange Zeit nichts vom vorgetäuschten Ableben und hielten ihn wirklich für tot. Ich konnte mir das Ganze damals noch nicht konkret zusammenbauen, weil ich in der gesamten Sturm der Liebe-Historie nicht drin war. Erinnert Mori die etwas ungewöhnliche Storyline. Gerade das habe ihn allerdings so gereizt und im Laufe der Zeit erschloss sich für den Schauspieler auch mehr der Geschichte. An seine Zeit am Set erinnert Mori sich deswegen auch sehr gerne, er habe das straffe Programm sehr genossen. Ich hatte tolle Kollegen, eine verrückte Story und arbeite auch gerne, so der Sturm der Liebe Star. Der Bergdoktor-Fans erkennen ihre geliebte Serie in der aktuell 16. Staffel kaum wieder, statt traumhaften Bergpanoramas und unterhaltsamen kleinen Fällen für den Arzt Martin, Hans Siegel, 53, scheint sich in den Folgen der letzten Wochen ein Drama nach dem anderen zu ergeben. Das aktuelle, Erpressung. Caro, Barbara Lanz, 39, die Schwester von Sonja, der verstorbenen Frau von Martins Bruder Hans, Heiko Ruprecht. 50, weiß von Martins dunklem Geheimnis, vor Jahren zeugte Martin mit Sonja ein Kind, Lilly, Ronja Forcher. 26. Der One-Night Stand und Martins Vaterschaft ist Bruder Hans zwar bekannt, nicht aber, dass die Beziehung zwischen seiner damaligen Frau und Martin viel tiefer ging. Die beiden hatten über Monate eine Affäre. Martin wollte sogar mit Sonja auswandern. Und genau davon weiß Caro und erpresst Martin mit dem Wissen. Letztlich hat Martin keine Wahl und beichtet seinem Bruder die schreckliche Wahrheit, der spricht kein Wort mit Martin und stürmt davon. Auch in der finalen Folge der aktuellen Staffel, die am Donnerstag, 23. Februar 2023 ausgestrahlt wird, ist kein Hoffnungsschimmer am Horizont zu sehen, die Familie Gruber scheint auseinanderzubrechen. Martin ist fest entschlossen, den Hof und Elmau zu verlassen. Hans bringt es nicht über sich, das Gespräch mit seinem Bruder zu suchen und Lilly zieht vorübergehend bei ihrer Tante Caro und ihrem Großvater Rolf ein. Ob der Bergdoktor die Fans wirklich mit einem derartigen Scherbenhaufen zurücklassen wird, kann nur das Finale in den kommenden Wochen zeigen. Sie haben Fernsehnews verpasst? Lesen Sie den Serienticker der vergangenen Woche nach. Verwendete Quelle: Webdoc-Show von Nico Gutjahr, abgerufen auf youtube.com, instagram.com, tspielfilmde.